Meine Damen und Herren, Partie Nummer 5 gegen Etienne Gardet. Es ist 2 Uhr morgens. Es ist Nacht in Dubai. Ich bin gerade angekommen nach einer langen, beschwerlichen Reise. Aber das wollen wir alles nicht als Ausrede nutzen, denn wir spielen gegen Eddie. Und womit eröffnen wir? Ich glaube, Bau nach D4, da hatte Etienne Gardet letztes Mal schwächender D5, C4, Springer nach F6 gespielt. Und ich will einmal abfragen, ob er das einstudiert hat, dass er nicht den Springer hinstellen sollte, sondern den Bauern entweder verteidigen oder hier schlagen. Wir wollen ja Progress sehen im Laufe dieser 1000 Partien. Das Spiel wieder das Damengambit. Wir werden auch noch andere Eröffnungen spielen, natürlich im Verlaufe. Aber ich will erst mal sehen, ob er hier die Hausaufgaben gemacht hat, ob er in der Lage ist, sich dagegen zu verteidigen. Und es ist nicht schwer, man muss nur den Bauern hier in der Mitte unterstützen. Sehr gut, da kommt der E-Bauer. Unterstützt den Kollegen. Das wollte ich sehen. Ich spiele in Anführungszeichen normal weiter. Fetsche raus. Versuche hier in der Mitte Druck zu machen. Schwarz hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Springer raus. Ist eine von vielen. Und ich spiele ganz klassisch die Karlsbader-Variante. Also wenn er was einstudiert hat, dann wahrscheinlich das. Hier, ich empfehle ja an dieser Stelle, das hatten wir im letzten Video auch schon, E schlägt D5 anstatt Springer schlägt D5. Springer schlägt D5 ist hier kein Fehler, weil der getauscht werden kann. Aber E schlägt D5, den Fuß im Zentrum zu halten, spielt sich ein bisschen leichter. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, aber das Typische ist, die Mitte zu setzen. Ich habe mal den Reflex am Anfang, die Züge sofort zu machen. Aber wir haben ja Zeit, ne? Passt das Layout? Kann man alles einigermaßen sehen? Ist Ton okay? Sorry, Eddie, ich gucke gerade im Chat. Ich hoffe, das führt nicht zum Annullieren des Matches. Alles okay. Okay, dann zurück zur Partie. Also Speerschlägt D5 ist ein spielbarer Zug, die sogenannte Semi-Tarasch-Verteidigung. Aber ich würde gerade neuen Spielern immer empfehlen, hier mit dem Bauern zurückzuschlagen. Das ist ja auch, was wir in der letzten Weiß gegen Eddie besprochen haben. Um halt zu verhindern, dass ich mir das Zentrum schnapp mit meinem Bauern. Denn jetzt muss Schwarz schon relativ genau wissen, wie er hier gegen gehen soll. Daher im Zweifelsfall mit dem Bauern hier zurückschlagen. Einfach einen Fuß mehr in der Mitte behalten. Er tauscht, das ist korrekt. Nimmt meinen Springer weg, ich schlage zurück, habe jetzt ein schönes Zentrum und er muss sich überlegen, wie er versucht, dieses Zentrum anzugreifen. Läufer nach D6 ist ein logischer Entwicklungszug, aber gefällt mir nicht so gut. Besser wäre es gewesen, sofort mit Bau nach C5 gegen die Mitte vorzugehen. Denn wenn ich mich hier stabilisiert kriege, dann hat Weiß hier etwas Vorteil. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann nicht widerstehen, darauf zu spekulieren, den Läufer hier wieder in Angriffsposition zu bringen, falls er die kurze Rochade will. Das hatten wir ja in der letzten Partie hier funktioniert. Das typische Läuferopfer jetzt noch nicht. Aber ich möchte gucken, ob er dagegen was unternehmen kann, wenn es denn irgendwann in der Stellung liegt. Spanner F3 zuerst wäre auch völlig okay gewesen. Und vielleicht, ehrlich gesagt, die bessere Zugfolge, um ein paar mehr Felder zu kontrollieren. Ich hätte auch Bau nach E5 spielen können, den Läufer gleich angreifen. Aber ich dachte, er steht eh besser auf E7. Bin nicht sicher, was hier der beste Weg war. Dame kann hier raus potenziell. Schwarz könnte überlegen, hier im Zentrum jetzt mit E5 dagegen zu halten oder immer noch mit Bau nach C5 das hier zu unterminieren. Also Läufer nach D6 grundsätzlich in Ordnung. Er hat ja wieder in der letzten Partie, dass er halt relativ früh mir ein Übergewicht hier in der Mitte gegeben hat. Bau nach E5, gut gespielt unter den Umständen. Deshalb hätte ich vielleicht mit Springer F3 anfangen sollen. Aber machen wir jetzt. Fetsche raus. Aber stark gespielt, Eddie loben. Hier wehrt sich im Zentrum. Das ist vollkommen korrekt. Oh, und kaum lobe ich ihn, kommt Läufer nach B4. Was soll das? Kann ich schlagen? Mausslip? Ah. Gut, was soll ich machen? Ich nehme ihn weg, aber ich weiß nicht, was da geschehen ist. Vielleicht wollte er meinen Bauern angreifen, aber ich tippe auf Mausslip, ehrlich gesagt. Kein Mausslip. Chesser war kein Mausslip. Ah, okay, dann hat er vielleicht übersehen, dass ich hier
dass ich hier schlagen kann. Also Bonner E5, bisher war alles gut. Also ich hatte Kleinigkeiten auszusetzen, aber Läufer raus, in der Mitte gekämpft, dann den König in Sicherheit bringen. Aber Läufer nach B4, also den Läufer zweimal zu ziehen, macht ja nicht so viel Sinn normalerweise in der Öffnung. Wir wollen ja erstmal unsere Figuren rauskriegen. Und ja, vielleicht dachte er, er kann den Bauern hier angreifen. Aber der Bauer kann ja zuerst schlagen. E schlägt D4. Ich habe mehrere Möglichkeiten, wahrscheinlich sogar am besten einfach Figuren rauszuziehen. Aber weil ich ein böser Mensch bin, werde ich diesen Zug machen. Ich kann es nicht anders erklären. Die Wahrheit ist, ich mache diesen Zug, weil ich ein schlechter Mensch bin. Oh no, my knight. Also die Intention, aber er fällt nicht drauf rein. Zu loben ist, wenn er den Springer geschlagen hätte hier mit der Dame, dann wäre mein Läufer nach B5 gegangen, hätte einen Schach gegeben, den Blick meiner Dame freigelegt und Weiß hätte die Dame gewonnen. Also es war eine Falle, aber Eddie fällt nicht drauf rein. Ich probiere es nochmal. Er kann immer noch nicht hier schlagen, wegen des Läuferabzugsschachs, so nennt sich das. Und ich gewinne die Dame. Den Springer hier zwischenzustellen würde nichts ändern, weil der Springer ja gefesselt wäre. Also ist der Springer noch vergiftet. Schwarz sollte rochieren, ist natürlich schwer jetzt, weil er eine Figur weniger hat. Ich werde dann versuchen, die Figuren zu entwickeln, ein bisschen zu mobilisieren. B4. Hat ihn natürlich ein bisschen reingerissen. So, kurze Rochade. Also ich könnte meinen Läufer hier entwickeln. Ich könnte auch auf diesem Thema, der Springer ist vergiftet, noch weiter rumreiten. Ich glaube, das mache ich mit Bauer nach E5. Der Punkt ist, er kann es wieder nicht schlagen, diesmal wegen eines anderen Läuferabzuges. Hilfe, Hilfe! Keine Überfälle hier. Wir sind in unserer hochspannenden Partie gegen Etienne Gardet. Ich bin gerade in Dubai angekommen. Im Schachtrainingslager und dachte, ich guck mal, ob wir noch ein, zwei Mal heute Nacht mit Eddie spielen können. Herzlich willkommen. Wir versuchen, die Falle zu stellen. Und zwar hoffe ich, dass dieser Springer hier geschlagen wird, um dann mit dem Läuferabzug die Dame zu gewinnen. Natürlich muss Schwarz da nicht drauf reinfallen. Ein guter Rat ist, das sage ich häufiger, ein guter Rat ist teuer. Es ist schwer jetzt, weil er eine Figur weniger hat und langfristig meine ich dadurch einfach eine größere Angriffsarmada habe. Ich könnte Dame nach E7 spielen, versuchen hier die beiden Bauern gleichzeitig zu attackieren. Turm nach E8. Aber wie gesagt, Stellung ist schlecht. Mit Figur weg ist es immer schon schwer gegen. Gibt dann häufig die Frage, würde Magnus Carlsen so eine Stellung noch gegen dich gewinnen? Normalerweise nicht. Also ich kann immer was Dummes machen oder in Panik geraten. Aber eine Figur auf Großmeister-Level ist meistens zu viel, sodass ich diese Stellung gegen jeden irgendwie gewinnen sollte. Bauer nach G6, gut gespielt von Eddie. Er erkennt hier meine Idee und stellt seinen Bauern in den Weg, sodass ich mich jetzt um den Springer hier kümmern muss. Und kurz überlegen, wie ich das am schlausten angehe. Ich könnte meinen Läufer wegziehen, dann würde die Dame ihn verteidigen. Ich könnte den Läufer hier hinstellen, um ihn mit dem Läufer zu verteidigen. Ich könnte den Läufer irgendwo anders. Oder ich könnte den Springer selber wegziehen. Springer selber wegziehen gefällt mir nicht so, dann kriegt er seine Figuren hier raus mit Läufer nach G4. Ich glaube, ich spiele so. Bringt den Läufer. Bringt den Läufer hier in Angriffsposition und die Dame behält den Springer im Blick.
Läufer nach B2 sah wieder normal zu Zug aus. Ich will mir noch offen halten, vielleicht mit dem Läufer hier rauszugehen nach H6, aber bin nicht sicher, was da die einfachste Lösung war. Zeit. Eddie nimmt sich diesmal Zeit. Das finde ich schon mal gut. 6 Minuten. Ach, denn 10 Minuten plus 10 Sekunden ist mehr Zeit, als man denkt. Kann dabei ein bisschen nachdenken. Und ich muss auch darauf achten, dass ich mir ein bisschen Zeit nehme. Weil wenn ich die Züge immer super schnell mache, dann ja, ist es, glaube ich, nicht besonders gut fürs Format. Dann lernen wir nichts und ich stifte Eddie nur an, irgendwie auch schnell mitzuziehen. So, Turner E8 greift den Bauern an. Was kann ich tun? Kann ich irgendwas Gemeines machen? Ich will schon wieder gemeine Sachen machen. Ich spiele mal so. Ich opfere diesen Bauern. Aber wenn er ihn schlägt, dann öffnet er die Stellung weiter für meine Figuren. Und ich hoffe, dass ich da ein paar trickreiche Züge drin habe mit dem Läuferpaar, das auf den König gerichtet ist. Aber er will den Bauern nicht haben. Er spielt Dame nach G5. Auch guter Zug. Also seit diesem Zug Läufer nach B4 spielt Eddie das hier sehr, sehr ordentlich bereitet. Läufer nach H3 vor, um hier matt zu drohen. Oder Läufer nach G4, um meine Dame anzugreifen. Greift auch diesen Bauern nochmal an. Und ich kann die Dame hier nicht tolerieren vor meinem König. Spielt ist der Bauer nach F4, um sie von da zu vertreiben. Hat den guten Nebeneffekt, dass gleichzeitig der Bauer auf E5 hier verteidigt wird von dem Kollegen. Der ist wiederum vom Turm verteidigt. Ich weiß nicht, ob ich in die Kamera gucke, ich weiß nicht, wie ausgeleuchtet ich bin hier. Sorry, wenn wir ein bisschen technische Probleme haben. Es ist der erste Abend hier in Dubai. Ich bin gerade angekommen. Wir werden sehen, ob es halbwegs okay ist. Beschwert euch gerne im Chat. Ich bastel danach noch ein bisschen weiter. So, Bauer F4 greift die Dame an. Sie zieht sich zurück. Auch wieder gut. Also er kämpft halt für eine verlorene Sache, weil die Figur weg ist. Das hatte ich ja schon erklärt. Aber seitdem sind das alles okay Züge. Ich kann es wieder überlegen. Die brutale Version wäre mit Bauer nach F5 zu versuchen, gleich die Stellung zu öffnen. Aber ich will eigentlich hier kein Gegenspiel zulassen. Das ist mal Geschmackssache. Und dann später, die Engine wird sagen, hier F5 plus 7 oder irgendwas. Ich weiß, Engine, Alter. Aber wir haben eine Figur mehr. Wir wollen keine Konterchancen zulassen. Deshalb Dame nach B3, um diesen Bauern zu überdecken. Alle Figuren mobilisieren, den Turm hier hin und bei Bedarf dann Bauer nach F5. Bauer nach C5 greift den Springer hier an. Aber ich kann schlagen mit meinem Bauern. Und ich habe mit Dame nach B3 ja den Blick Richtung F7 gerichtet. So, dass es hier schwer ist für Schwarz, zurückzuschlagen, weil ich dann hier reinhauen kann. Aber die Stellung ist halt nicht spielbar. Schwarz fehlt eine Figur und das merkt man an allen Ecken und Enden. Er bräuchte halt diesen schwarzfähigen Läufer, der vorher sein Leben gelassen hat, auf B4. Wenn der jetzt hier stehen würde, den Springer fesseln, wäre es eine ganz andere Situation. Also, die Figur, selbst wenn die Partie ja nicht sofort vorbei ist, fehlt halt. Läufer nach E6. Also er spielt jetzt gut. Auch hier wieder, er hat erkannt, dass ich den Bauern im Visier habe und stellt den Läufer in den Weg, zu verhindern, dass er mich da bedienen kann. Alles sehr, sehr anständig. Ich nehme weg. Ich schwank immer so ein bisschen zwischen solch... Uiuiui. Weißt du, wie diese Geräusche im Video rüberkommen hier? Ich habe keine Kopfhörer oder irgendwas. Ich höre sie ja live und direkt. Ich schwanke immer so ein bisschen dazwischen und soll ich versuchen, die Partie so schnell wie möglich zu beenden? Oder soll ich
versuchen, möglichst, keine Ahnung, sicher oder instruktiv zu spielen. Ich spiele einfach so, wie ich tatsächlich spielen würde bisher. Also es ist nicht so, dass ich versuche, es in die Länge zu ziehen, um irgendwie Eddie zu ärgern. Es ist auch nicht so, dass ich versuche, irgendein Risiko einzugehen, um noch Gegenchancen zu geben. Also ich würde tatsächlich so spielen, was wahrscheinlich selten der schnellste Weg ist, aber ich weiß nicht, ob ich mich gut erkläre. Wenn man eine Figur mehr hat, versuche ich halt einfach keinerlei Gegenchancen mehr zuzulassen. Das heißt häufig auch, Stationen zu vermeiden und nicht mehr viel rechnen zu müssen. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich könnte diesen Bauern verteidigen, aber wichtiger, den Turm ins Spiel zu bringen. Jetzt kann er ja schlagen, wer Schach, ich würde mit dem König weggehen. Und dann ist der Kollege angegriffen. Und wenn ich damit zurückgeht, kann ich mit dem Turm hier rein und mich früher oder später dem König nähern. Besser Zug ist wahrscheinlich Springer nach C6, um hier bei Bedarf noch diesen Läufer abzutauschen. Aber wie gesagt, das Problem am Ende des Tages ist halt immer, dass eine Figur fehlt. Sorry, dass ich mich da wiederhole. Aber so ist es halt. Das mache ich doch, oder, Hallas? Ich möchte mit dem Turm hier rein. Ich könnte hier versuchen, die Stellung gegen den König etwas zu öffnen. Er spielt König F8, damit der Bauer nicht mehr mit Schach geschlagen werden kann. Und vielleicht auch, um auf F5 mit dem Bauern zurückzuschlagen. Aber es ändert nichts an meinem Plan, den Turm hier reinzupflanzen, diesen Bauern anzugreifen. Der ist jetzt schwer zu verteidigen. F7 versucht ihn zu verteidigen. Turm schlägt E6, würde schon Material gewinnen. F5 sieht auch sehr verlockend aus. Ich weiß nicht, was besser ist. Turm schlägt E6, Dame C5, König H1. Nee, wir sollten hier mehr Figuren aktivieren. Der Turm macht noch nicht mit. Also laden wir den Turm hier ein. F5, G schlägt F. Und Turm schlägt F5. Der Punkt ist, der Bauer kann nicht zurückschlagen, weil der gefesselt ist. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Figur aktiviert, um Stress gegen den schwarzen König zu machen. König nach G6, da kommt er. Jetzt können wir ein bisschen rechnen. Hier Schach gebe. Der König schlägt, dann ist Läufer nach D3 Schachmatt. Das ist ein Turmopfer, was ich bereit bin einzugehen. König steht F5, Eddie schlägt den Turm und ich will ihn nicht slow rollen, also mache ich schnell das Schachmatt hier. Läufer nach D3 und der König kann nicht mehr entfleuchen. Es war eine gute Partie, bis auf den Fauxpas am Anfang. So, meine Damen und Herren, wir machen noch eine schnelle Analyse der vierten Partie gegen Etienne Gardet. Ich habe wieder Bauer nach D4 gespielt. Ich versuche ja so ein bisschen hier, wenn ich typische Fehler sehe am Anfang, die dann nochmal abzufragen, ob Eddie da sich was angeguckt hat, dazugelernt hat. Und wenn ich zufrieden bin, einerseits, um Ihnen weiter neue Probleme zu stellen, damit wir alle was lernen und natürlich auch, damit wir weitergehen. Hauptsächlich wirklich aus den ersten Gründen, weil ich dann ein bisschen variieren. Aber hier schon die Verbesserung zur zweiten Partie. Da kam der Springer F6 und nach C schlägt D5 steht Weiß schon deutlich besser. Bauer nach E6 ist besser, stärkt das Zentrum. Springer nach C3, Springer nach F6 und C schlägt D5. Das ist eine der Hauptvarianten. Die sogenannte Karlsbader Struktur streben wir an. Bekannt aus dem Match Nepomniachtchi Ding in letzter Zeit, wo Nepomniachtchi seine Probleme hatte mit dieser Struktur. Trotzdem sollte Schwarz hier gerade auf niedrigerem Niveau, nicht despektierlich gemeint, aber gerade am Anfang versuchen, mit dem Bauern zu schlagen und den Fuß in der Mitte zu halten. Es spielt sich einfach deutlich leichter als der Zug, der in der Partie kam. Und das war ja auch, was ich bei Partie 2 moniert hatte, dass hier halt ich gleich wieder das Zentrum besetze mit meinem Bauern. Und da
Nach Bauer E6, Springer C3, Springer F6. Jetzt eine etwas bessere Situation für Schwarz. Nach Springer schlägt D5, aber wieder kriege ich das Zentrum. Deshalb ist es besser, hier E-Schlägt D5 zu spielen. Dann gibt es noch weit bekannte Theorie, aber grundsätzlich hier kann Schwarz einfach die Figuren rausziehen. Bauer nach C6, Lauf nach E7, kurze Rochade und dann mal gucken. Springer schlägt D5 gespielt. Jetzt kriege ich ja wieder Zentrum. Bauer nach E4, Springer schlägt C3, B schlägt C3. Und das ist eine Theorievariante. Es gibt starke Spieler, die so spielen. Aber man spielt es hier mit sehr, sehr konkreten Intentionen. Nämlich hier sofort Bauer nach C5 zu spielen. Und dann, wenn Weiß Springer F3 spielt, hier sofort diesen Läufer rauszuziehen. Und dann zu rochieren. Und starke Spieler, manche argumentieren, dass diese Stellung verteidigungsfähig für Schwarz ist. Weil halt nicht mehr so viel auf dem Material auf dem Brett verbleibt. Grundsätzlich hat Schwarz hier weniger Raum. Und möchte deshalb Figuren loswerden. Und Eddies Zug, völlig okay, unter den Umständen entwickelt den Läufer, aber überlässt mir halt das starke Zentrum. Läufer nach D3 war ein bisschen, ich glaube nicht, dass es der beste Zug ist, ehrlich gesagt. Ist okay, entwickelt eine Figur und behält hier den Punkt H7 im Blick, aber direkter gewesen wäre so und Dame raus, um hier gleich rumzustressen. Ich finde es nur, weil Dame raus meistens ja keine gute Idee ist am Anfang. Nicht so. Ich finde es ein bisschen verwirrend, wenn ich so Sachen mache, die vielleicht konkret gut sind, aber nicht repliziert werden können meistens. Da dachte ich hier, Figuren raus, laufen an D3, Springer F3 und wieder Auflauf, schlägt H7, Trick spielen. Ist instruktiver, aber kein Plan. Ich soll auch aufhören, mir zu viel Gedanken über instruktiv zu machen. Bauer nach E5 gefiel mir gut, stellt einen Fuß ins Zentrum und verhindert halt, dass ich dieses Bauer nach E5 selber spielen kann. Ich hatte so ein bisschen spekuliert auf so Geschichten. Nur nicht die besten Züge, aber nur um euch einen Trick zu zeigen, der so ähnlich ist wie die zweite Partie. Hier hat Weiß schon ziemlich durchschlagender Angriff. Und es droht wieder dieses gemeine Läuferopfer hier. Auch deshalb ist es so wichtig, nicht dem Gegner das Zentrum zu überlassen. Weil auf dem Rücken dieses Zentrums kann man halt hier sehr, sehr schnell einen entscheidenden Angriff entfalten. Ich weiß nicht, ob ihr folgen könnt oder ob ihr denkt, hä, hat doch nichts mit der Partie zu tun. Was redet der wirre Mann? Aber das war eine Folge, die mir durchaus plausibel erschienen wäre aus der Stellung, die wir in der Partie hatten. Und man muss halt immer aufpassen, wenn man das Zentrum nicht hat, der Bauer nach E5 kommt, der Läufer auf dieser Diagonale ist, dass es hier nicht einschlagen könnte. Wie dem auch sei, es kam Bauer nach E5, fand ich gut, kämpft um das Zentrum, Springer F3, und jetzt kam der Einsteller von Eddie Läufer nach B4. Diese Partie, eigentlich die Geschichte eines Zuges, Läufer nach B4. Hier, wenn er Springer nach C6 spielt, er sollte wahrscheinlich nicht hier schlagen, dann habe ich wieder das sehr, sehr volle Zentrum und stehe besser. Er sollte versuchen, den einen Fuß im Zentrum zu halten, also so wie es am Anfang schon war, mit Springer nach C6 den Bauern zu unterstützen. Und hier steht Weiß ein bisschen angenehmer, aber uns steht eine ganz normale Partie bevor. Ich hätte rochiert, er hätte rochiert. Jetzt mache ich irgendwas. Turm nach B1, Bauer nach H3. Hier wäre nichts Besonderes passiert. Also hier die Mitte unterstützt mit Springer nach C6. Oder Springer D7. Ach, diese Partie sieht Springer nach C6 normal aus. Und es wäre alles okay gewesen. Aber Lauf nach B4. Ich dachte, es ist ein Mausflip. Ich weiß nicht genau, was die Geschichte ist. Das könnt ihr bestimmt bei Eddie rausfinden. Denn der Läufer hatte ja gerade gezogen, sollte nicht zweimal ziehen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht dachte, hier, es sei schon getauscht gewesen. Ich weiß nicht. Oder er wollte einfach den Bauern hier attackieren und hat vergessen, dass ich hier schlagen kann. Aber Läufer nach B4 schenkt die Partie natürlich her. Nach C schlägt B4 habe ich eine Figur mehr. Und Figur mehr ist halt zu viel. E schlägt D. Jetzt Springer schlägt D4, war ein bisschen auf Trick gespielt. Aber auch kein schlechter Zug. Spar auch nichts gegen Rochade und Läufer B2 oder irgendwas. Aber der Trick ist halt, wenn er hier mit der Dame schlägt, dann kommt der Läuferabzug. Läufer B5 Schach. Greift den König an. Und die Dame ist weg. Dann ändert Springer nach C6 auch nichts. Wenn er hier gefesselt wäre. Also. Billiger Trick, aber ein Motiv, das man sich merken kann. Denn es kommt relativ häufig. Kurz Rochade war okay, bring den König in Sicherheit. Jetzt hatte ich wieder viele Möglichkeiten, aber ich wollte auf dem
Motiv noch ein bisschen. Ah ne, kurz auf Halle kam noch weg. Sorry, es kam erst Pawn nach A6. Gleich rochieren wir besser. Ich rochiere. Kurz auf Rade. Und Bauer nach E5. Reitet ein bisschen auf dem Motiv nochmal rum. Dass Dame schlägt D4 immer noch nicht geht. Jetzt wegen Läufer schlägt H7. Bin sofort bei euch. Ey, ist Eddie himself. Ich mache auch gleich Schluss hier. Ich muss pennen gehen. Vielen Dank für den Raid. Wir beenden noch unsere Analyse. Dann können wir noch kurz quatschen hier. Eddie freut sich. Das freut mich. Bin gleich durch hier. Ich habe die weißen Steine und hier nach Läufer nach B4. Schon schwer. So können wir den Rest auch hier im Schnelldurchlauf machen. Bauer nach G6. Läufer nach C4. Turm nach E8. Läufer nach B2. Ich hatte ein bisschen gerechnet, wenn er diesen Bauern schlägt. Dann wollte ich zaubern. Ich weiß nicht, ob das der beste Weg gewesen wäre. Ich wollte so spielen. Springer F5. Dame schlägt D1. Turm schlägt D1. In der Hoffnung auf Turm schlägt F5. Turm D8 Schachmatt. Also mit der Figur mehr. Und auch dadurch, dass die Schwarzfiguren hier halt noch hinten drin stehen. Hat Weiß einige Angriffsmöglichkeiten. Ihr Computer sah auch Dame nach B3. Stark genug. Aber ich wollte so spielen. Partie kam Dame nach G5. Computer kritisiert, okay, Stellung ist eh schwer. Also hier, ich fand Dame G5 gut. Bereitet Läufer nach H3 vor und behält den Bauern im Blick. Bauern nach F4. Verteidigt den Kollegen. Dame geht weg. Und jetzt, hier hatte ich ein bisschen gesagt, so Computer wird sagen, hier F5 ist doch gleich matt. Aber in solchen Stellungen muss man sich nicht entschuldigen, wenn man einfach kein Material hergeben möchte und nicht rechnen möchte. Dame nach B3 ist gut. Bauer nach C5 schlägt. Bauer nach E6 schlägt hier. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber Schwarz kommt hier nicht mehr wirklich in die Partie. König F8, Turm rein. König F7. Jetzt konnte ich diese Fesselung ausnutzen. Aber wie gesagt, hier ist es eh ein Kampf für eine verlorene Sache in dieser Phase. Sorry, dass ich hier ein bisschen durchhetze durch diese Partiephase. Oh ja, am Ende habe ich noch einen Turm geopfert. Aber wichtiger ist halt wirklich, dass wir am Anfang fixen, wie wir die Figuren rauskriegen und dann, wie wir die Blackouts rauskriegen. Weil hier, selbst wenn Eddie perfekt spielt in dieser Phase, gibt es halt relativ wenig zu holen. Deshalb finde ich das für die Analyse nicht so relevant. Hier Dame nach G3 Schach war für den Flex, opfert den Turm, der König. König wird hier matt, aber auch wenn ich das nicht sehe, wenn ich keine Ahnung, Turm nach F6 spiele, bleibt die Stellung. Halt sehr, sehr hoffnungslos. So, ich bedanke mich auf jeden Fall für die beiden Partien hier zu nachtschlafender Stunde. Vielen Dank an Eddie. Ich hoffe, das Match geht heiter weiter. Und ich weiß, Eddie wird sich im Moment nicht so fühlen. Aber es war eine Steigerung heute. Es bleibt spannend.